Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute zu unserem Webinar auf dem Weg zu einem klimaneutralen Luftverkehr. Mein Name ist Matthias Rumpf, ich bin der stellvertretende Leiter des OECD Berlin Centers. Ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen, die wir alle Augen sind ja jetzt so ein bisschen, oder zumindest derer, die an Umwelt- und Klimapolitik interessiert sind, sind ja jetzt auf die COP21 gerichtet, die Ende der Woche stattfindet. Und wir möchten gerne uns heute mit einem Thema beschäftigen, das bei den Verhandlungen oder auch bei der Diskussion rund um Klimaschutz von vielen vielleicht noch so ein bisschen abseitig betrachtet wird. Es geht um das Thema Luftverkehr. Luftverkehr steht zwar nur für einen relativ kleinen Anteil der globalen Emissionen, knapp 2%, aber es ist eben eine Branche, die zumindest vor der Corona-Krise große Wachstumsraten verzeichnet hat. Gleichzeitig ist es ein Sektor, in dem die Emissionen, wenn man sich jetzt die Weltbevölkerung anschaut, sehr stark auf einen sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung konzentriert ist, weil eben nur überhaupt eine Minderheit fliegt. Weiterer Punkt ist, dass Luftverkehr nicht nur mit den CO2-Emissionen zum Klimawandel beiträgt, sondern auch mit den Partikeln und anderen Stoffen, die in die Atmosphäre eingebracht werden und dort eben durch Wolkenbildung zum Treibhauseffekt beitragen. Und es ist eben ein Sektor, wie gesagt, der von internationalen Abkommen bisher nur im geringen Maße abgedeckt ist. Weiterhin ein Bereich, wo es eben auch technisch relativ große Herausforderungen gibt, um hier zu einer Klimaneutralität zu kommen. Deswegen freue ich mich besonders, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen beim Internationalen Verkehrsforum dieses Themas angenommen haben, etwas genauer geschaut haben, wo die technischen Möglichkeiten sind, aber auch welches die wirtschaftlichen und ökonomischen Schritte und Optionen sind, um zu einem klimafreundlichen oder vielleicht auch klimaneutralen Luftverkehr zu kommen. Und dazu begrüße ich jetzt zur Präsentation dieser Studie, die das Internationale Verkehrsforum erstellt hat, zwei der Autorinnen und Autoren, einmal Till Bunsen, der heute mit dabei ist. Herzlich willkommen, Till Bunsen, und Elisabeth Windisch, beides eben Autoren für diese Studie, die wir Ihnen gleich vorstellen würden. Im Anschluss an die Präsentation der Studie diskutieren wir mit vier Expertinnen und Experten und Vertreterinnen und Vertretern aus der Branche. Einmal ist dabei Dietrich Brockhagen, er ist Geschäftsführer von Atmosphere, einer Klima-NGO, die CO2-Kompensation für Flugreisen anbietet, das schon seit einer ganzen Weile. Und dieser Tage die erste Anlage zur Produktion von E-Kerosin in Deutschland eingeweiht hat und eben auch auf diese Weise einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs leisten will. Also herzlich willkommen auch an Dietrich Brockhagen. Mit dabei ist auch Falk Heinen. Er ist Referatsleiter für technische Verkehrsfragen und Kraftstoffe im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und insofern auch innerhalb der Bundesregierung und auch des Bundesministeriums federführend verantwortlich für den Bereich Dekarbonisierung Luftverkehr über diese synthetischen Kraftstoffe. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Heinen. Weiterhin dabei ist Hans-Martin Niemeyer. Er ist Professor für Volkswirtschaft und Logistik am Institut für Transport and Development an der Hochschule Bremen für Applied Science. Und er vertritt hier auch die German Aviation Research Society und hat selbst auch sozusagen im Vorfeld dieser Studie daran mitgewirkt. Herzlich willkommen auch, Herr Niemeyer. Und last but not least, Jan Pechstein. Er ist Head Corporate Emissions Management bei der Lufthansa Group in Frankfurt am Main. Auch Ihnen, Herr Pechstein, ganz herzlich willkommen. Freut uns, dass Sie dabei sind. Bevor wir jetzt in die Präsentation einsteigen, vielleicht noch zwei Worte zum Ablauf. Sie haben, als Sie in das Webinar beigetreten sind, gesehen, wir zeichnen diese Veranstaltung auf und die Aufzeichnung werden wir dann auf unserem Blog gemeinsam auch mit der Präsentation meiner Kolleginnen und Kollegen veröffentlichen. Also darauf sollten Sie Rücksicht nehmen, wenn Sie sich hier melden. Und
Wir werden nach der Präsentation in eine Diskussion einsteigen, eben mit unseren vier Panelistinnen und Panelisten. Und Sie können dort natürlich auch gerne über den Chat Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Und wir haben aber auch vorgesehen, dass wir nach etwa einer Stunde unser Panel in Breakout Rooms aufteilen, in insgesamt 3 Breakout Rooms, zu denen Sie sich dann dazugesellen können, um vielleicht Aspekte, die im Plenum jetzt nicht angesprochen wurden, um die noch etwas weiter zu erörtern. Die Details dazu teile ich Ihnen dann noch am Ende der Plenarsitzung sozusagen mit. Und damit, ohne weitere Umschweife, möchte ich gerne das Wort an Till Bunsen und Elisabeth Windisch geben für ihren Vortrag. Bitte. Ja, Till, Elisabeth, ihr habt das Wort. Vielen Dank. Ich fange mal an, unsere Präsentation zu teilen. Mein Name ist Elisabeth Windisch vom Internationalen Verkehrsforum, wo ich ein Team leite zum Thema Empirical Policy Analysis. Ich darf die Gelegenheit dazu nutzen, kurz das Internationale Verkehrsforum vorzustellen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht bei allen so bekannt. Das Internationale Transportverkehrsforum oder International Transport Forum ist eine zwischenstaatliche Organisation, die administrativ an die OECD angeschlossen ist, politisch aber unabhängig ist. Das heißt, wir haben auch mehr Mitgliedstaaten, wo die OECD bei ca. 40 Mitgliedstaaten hält, haben wir im Moment 63 Mitgliedstaaten und sind auch sehr stolz darauf, dass wir vor allem Emerging Economies bei unseren Mitgliedern dabei haben. Es ist das einzige globale Gremium, das alle Verkehrsträger abdeckt. Also wir sprechen in unserer Arbeit von Microscooters und vom Radfahren bis zu Shipping und Luftverkehr. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite abgedeckt. Wir sind eine Denkfabrik für Verkehrspolitik. Wir veröffentlichen Daten und Statistiken und viele Reports, wo wir einfach Best Practice Exchange, Best Practices in Verkehrspolitik zeigen wollen, die wir international und global zusammentragen. Wir organisieren einen globalen Dialog zum Thema Verkehr mit dem Ziel, besseren Verkehr gestalten zu können. Wir haben hier jährlich einen Gipfel in Leipzig. Das ist die größte Zusammenkunft der Verkehrsminister auf der Welt, wo wir eben unsere 63 Mitgliedstaaten auf höchster Ebene zusammenbringen. Wir haben auch ein sogenanntes Corporate Partnership Board, wo wir Unternehmen zusammenbringen, die sich zu dem Thema Verkehr interessieren und dabei tragen und die somit einen Dialog mit dem Public Sector führen können. Also wir sind wirklich eine Plattform für Diskussionen und Vorverhandlungen zum Thema Verkehr. Im Moment arbeiten wir an 5 Schwerpunkten: Digitalisierung, Konnektivität, Safety and Security, universeller Zugang und Dekarbonisierung. Und zu dem Thema beschäftigen wir uns eben heute. Und zu dem Thema möchte ich auch kurz sagen, was wir dazu machen. Also wir haben eine sogenannte Decarbonizing Transport Initiative, die wir 2016 gestartet haben, gleich nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens, mit der wir Regierungen unterstützen wollen, ihre Einhaltung und ihre Klimaambitionen zu verfolgen. Diese Arbeit beruht mehr oder weniger auf 3 Schlüsselfaktoren. Wir haben sehr viel Inhouse-Modellierungsarbeit beim ITF. Also wir haben sehr viele Modelle in den letzten 10 Jahren entwickelt, mit denen wir Szenarien für den Verkehr global testen können und schauen können, welche Maßnahmen, welchen Einfluss auf Verkehr und CO2-Emissionen vom Verkehr haben wir jetzt bis zum Jahr 2050 im Moment. Wir haben viele Partner, die uns hier unterstützen und natürlich auch Geldgeber, die diese Arbeit möglich machen. Das sind Geldgeber, die über unsere Membership, über unsere 63 Mitgliedstaaten hinausgehen, dank denen wir natürlich überhaupt existieren und unsere Arbeit durchführen können. In dieser Decarbonizing Transport Initiative gibt es 5 Arbeitsfelder. Heute beschäftigen wir uns mit einem Branchenbericht, so nennen wir das, zum Thema Luftfahrt. Das ist ein Branchenbericht neben Berichten, die wir auch zum Stadtverkehr, Straßengüterverkehr, Seeverkehr und so weiter entwickelt haben. Sie sehen hier andere Schwerpunkte und Arbeitsfelder, die wir in der Decarbonizing Transport Initiative haben, aber da möchte ich heute nicht dazu eingehen. Sie können sich das dann in mehr Detail durchlesen, falls Sie dazu interessiert. Unsere Website ist auch sehr ausführlich zu diesem Bereich, also falls Sie mehr Interesse haben an unserer Arbeit zur Dekarbonisierung des Verkehrs, finden Sie sehr viel Informationen auf unserer Website. Und da möchte ich es auch schon belassen. Das war der Hintergrund zu dem Internationalen Verkehrsforum. Ich möchte jetzt das Wort an meinen Kollegen Till Bunsen übergeben, der sehr aktiv an dieser Studie auf dem Weg zu einem klimaneutralen Luftverkehr mitgewirkt hat und der Ihnen jetzt die
die wichtigsten Punkte vermitteln wird. Vielen Dank. Danke, Elisabeth. Und vielen Dank natürlich auch an das OECD Center in Berlin für die Einladung und für das Webinar heute, für die Vorbereitung. Nächste Folie, bitte. Und wir freuen uns natürlich, Ihnen heute ein paar der Ergebnisse vorstellen zu können unserer Studie zu Decarbonizing Air Transport, die das Internationale Verkehrsforum im Sommer veröffentlicht hat. Es handelt sich um eine Bewertung der verschiedenen Technologieoptionen und Politikansätzen, die für eine Entwicklung zum emissionsarmen Luftverkehr zur Verfügung stehen. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht von den Sektoremissionen und von heute und bestehenden Zielen von den verschiedenen Partnern in der Industrie. Wir bewerten die Einsparungspotenziale von verschiedenen Antriebs- und Treibstofftechnologien und diskutieren auch die Strategien, die für eine beschleunigte Einführung dieser Technologien auf internationaler Ebene sorgen könnten. Das sind nur einige der Punkte, die ich heute in meiner Präsentation anschneiden möchte. Und Sie finden natürlich mehr Detail in der vollen Studie, die Sie kostenlos auf der Internet-Webseite von ITF runterladen können. Weiter bitte. Erstmal eine kurze Bestandsaufnahme davon, wo der Sektor heute steht. Wir können festhalten, dass Fliegen der energieintensivste Verkehrsträger ist für den Personen- und auch für den Güterverkehr. Der Energieverbrauch des Sektors besteht nahezu vollständig aus fossilen Treibstoffen, was ihn auch als einen der emissionsintensivsten dastehen lässt. In 2019, also vor dem starken Rückgang des Verkehrsaufkommen durch die Covid-19-Krise, erreichten die globalen CO2-Emissionen eine Gigatonne weltweit. Und hierzu kommen auch nochmal Treibhausgaseffekte der Luftfahrt, die nicht von CO2 kommen und die Treibhausgaswirkung des Sektors auch nochmal vervielfachen können. Die Luftfahrt ist durch Covid-19 vorübergehend zu einem Stillstand gekommen, aber nichtsdestotrotz erwarten für die Zeit nach der Erholung ein langfristig starkes Wachstum. Zum Beispiel hat Boeing zwar seine Prognose zur Entwicklung des Verkehrs nach unten korrigiert aufgrund von Covid, aber erwartet immer noch ein jährliches Wachstum von 3,7% pro Jahr für die Revenue Passenger Kilometers für die kommenden 10 Jahre. Es lässt sich auch festhalten, dass während in anderen Sektoren Einsparungen realisiert werden, und ich denke hier insbesondere an den Straßenverkehr, dass die Möglichkeiten im Luftverkehr einfach heute ein bisschen beschränkt sind. Es gibt zwar steigende Effizienz von neuen Flugzeugmodellen, diese Gewinne werden aber oft einfach durch die insgesamt steigende Nachfrage und den insgesamt steigenden Energieverbrauch eingeholt und überkompensiert. Alternative Antriebstechnologien oder Treibstoffe mit sehr großem disruptiven Einsparpotenzial sind heute kaum verfügbar oder nur sehr teuer. Und insgesamt fehlt es ein bisschen an wirtschaftlichen Anreizen für Investitionen. Außerdem ist die Luftfahrt zusammen mit der internationalen Schifffahrt nicht in den Zielen vom Pariser Klimaabkommen einbegriffen. Und es fehlt einfach ein bisschen an einem starken internationalen Politiksignal zur Dekarbonisierung des Sektors. Weiter bitte. Die internationale Organisation für zivile Luftfahrt, ICAO, die unter den Vereinten Nationen organisiert ist, wäre das naheliegende internationale Forum für die Verhandlungen über eine globale Verpflichtung zur Senkung von Sektoremissionen. Und in der Tat bestehen zurzeit zwei freiwillige ICAO-Ziele zur Einsparung, die 2010 von den Mitgliedsländern verabschiedet worden sind. Das ist zunächst einmal die Absicht, den durchschnittlichen Energieverbrauch ab 2020 um 2% pro Jahr zu senken. Und außerdem möchten ICAO-Mitglieder den Wachstum ab dem Jahr 2020 klimaneutral gestalten. Das heißt, dass der erwartete Wachstum im Verkehrsaufkommen von der erwarteten Entwicklung von den Sektoremissionen getrennt worden würde.
Zur Erreichung dieser Ziele setzt ICAO auf ein Bündel an Maßnahmen. Das sind erstens Verbesserungen im Betrieb von Flugzeugen, also effizientere Abläufe an Boden und in der Luft, zum Beispiel durch verbesserte Luftverkehrsverwaltung. Außerdem sind effizientere Technologien wichtig. Die beschreiben eben inkrementelle Verbesserungen von Flugzeugtypen, die Airlines in ihre Flotte aufnehmen. Ganz wichtig ist auch, dass ICAO eine Gruppe von 7 kohlenstoffarmen Kraftstoffen zugelassen hat für die Emissionssenkungen, die sogenannten Sustainable Aviation Fuels. Und diese Sustainable Aviation Fuels sind auch in ein marktbasiertes Instrument eingebunden, das einen Handel ermöglicht zwischen Airlines, die ihre Einsparungsziele über- oder unterschreiten. Dieses marktbasierte Instrument ist CORSIA oder das Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Und innerhalb von CORSIA können Airlines neben der Verwendung von Sustainable Aviation Fuels ihre Reduktionsziele auch durch das Kaufen von Kompensationszertifikaten aus anderen Sektoren erreichen, deren Ursprung aber von ICAO anerkannt sein werden muss. Insgesamt bleibt die Ambition der ICAO-Ziele hinter denen des Pariser Klimaabkommens zurück. Es gibt hohe Erwartungen an die nächste Generalvollversammlung in 2020 in Montreal. Ein Lichtblick hier ist auch sicherlich die neue Absichtserklärung des Industrieverbands IATA, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, was mit den Zielen vom Pariser Abkommen vereinbar wäre. Weiter bitte. Ich möchte auch ein bisschen näher auf die Rolle von Flugzeugtechnologien und Treibstoffen eingehen. Eine starke Reduzierung der Emissionen mit langfristiger Erreichung der Klimaneutralität erfordert nämlich eine zweigleisige Technologiestrategie. Einerseits mit Fokus auf das Flugzeug, aber insbesondere auch auf den verwendeten Treibstoff. Flugzeughersteller bringen typischerweise nur Modelle an den Markt, sobald eine 20-prozentige Steigerung von Energieeffizienz möglich ist. Diese 20% bieten nämlich genug Anreiz für Airlines, aufs neueste Modell umzusteigen. Diese Verbesserungen werden auch in der Zukunft wichtig bleiben, um den Anstieg von Emissionen zu bremsen und auch um steigende Energiepreise in einer dekarbonisierenden Welt abzufedern. Aber es bleibt eben so, dass diese inkrementellen Verbesserungen oft einfach vom schnellen Wachstum vom Passagieraufkommen eingeholt werden und dass es eben im absoluten Sinne immer noch ein Wachstum von Emissionen und Energieverbrauch gibt. Es gibt auch Erwartungen an neue Antriebstechnologien, die teilweise oder komplett elektrisch betrieben werden, entweder mit einer Batterie oder mit einer Brennstoffzelle, und mehrere große Hersteller haben Forschungsprojekte hierzu. Insgesamt ist aber die Unsicherheit zu deren Markteintritt, also das Wann und Ob, groß. Und zudem würden diese Flugzeuge nur auf der Kurzstrecke eingesetzt werden können. Die Kurzstrecke macht zwar einen großen Teil der Flüge aus, aber nur einen kleinen Teil des gesamten Energieverbrauchs des Sektors. Langstreckenflüge dagegen haben den größten Anteil an dem gesamten Energieverbrauch im Sektor und deren Elektrifizierung ist im Moment einfach nicht absehbar. Eine Umstellung auf kohlenstoffarme Treibstoffe in gängigen Flugzeugtypen oder die in gängigen Flugzeugtypen eingesetzt werden können, ist daher unverzichtbar. Und es hat verschiedene Gründe. Also einmal werden Treibstoffe mit hoher Energiedichte gebraucht auf der Langstrecke, auf der neue Antriebsarten einfach nicht einsetzbar sein werden. Und außerdem haben Flugzeuge eine sehr lange Lebensdauer von 30 Jahren oder länger. Und kohlenstoffarme Treibstoffe könnten den Verbleib heutiger Modelle in den Flotten erlauben, ohne die Klimaziele dabei zu untergraben. Weiter. Diese Folie hier gibt einen sehr technischen Überblick über die verschiedenen kohlenstoffarmen Treibstoffe, die dem Luftverkehr zur Verfügung stehen. Wie gesagt, gibt es eine Familie von 7 kohlenstoffarmen Biotreibstoffen, die die ICAO als Sustainable Aviation Fuel anerkannt hat. Und diese 7 Treibstoffe können außerdem in 3 Produktionswege gegliedert werden oder Gruppen an Produktionswegen.
Das ist einmal die Oleochemical oder Lipid Pathways, zweitens die Biochemical Pathways und drittens die Thermochemical Pathways. Zusätzlich zu diesen Biokraftstoffen gibt es die Electrofuels oder Power to Liquid, welche derzeit aber nicht unter ICAOs Definierung von Sustainable Aviation Fuel einbegriffen sind. Power to Liquid beschreibt die Herstellung synthetischer Kohlenwasserstoffe aus grünem Wasserstoff mit einer nachhaltigen Quelle zur Kohlenstoffgewinnung. Und diese verschiedenen verfügbaren Technologien variieren nach ihrem Einsparungspotenzial, in ihren Herstellungskosten und auch in der Marktreife. Der Großteil des heute benutzten Sustainable Aviation Fuel ist HEFA-SPK. Und es wird zum Beispiel aus gebrauchtem Speiseöl oder aus ölhaltigen Pflanzen wie Palmfett oder Raps hergestellt. Weiter bitte. Diese Folie hier zeigt unsere Auswertung von den Kostenpotenzialen der verschiedenen Produktionswege in US-Dollar per Liter. Und eine Sache, denke ich, die hier ersichtlich ist, ist, dass ohne Förderungsmechanismen die kohlenstoffarmen Treibstoffe aufgrund ihrer hohen Produktionskosten im Markt nicht wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu herkömmlichen Kerosin. Oleochemical Aviation Biofuels sind derzeit der kostengünstigste Produktionsweg für Sustainable Aviation Fuel und im zentralen Szenario immer noch etwa doppelt so teuer wie herkömmliches Kerosin. Wir sehen auch, dass Power to Liquid die größte Bandbreite hat an möglichen Produktionskosten. Und diese Variation spiegelt hauptsächlich unterschiedliche Szenarien zum Stromkosten wider. Power to Liquid funktioniert am besten mit sehr großen Produktionsmengen in Gegenden, wo Stromerzeugung unter hoher Auslastung von zum Beispiel Windkraftanlagen möglich ist. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von grünem Wasserstoff zusätzlich zu Electrofuels finden sich in Oleochemical Produktionswegen, wo die Nutzung von grünem Wasserstoff den ökologischen Fußabdruck verringern kann im Vergleich zur Nutzung von Wasserstoff aus anderen Herkunftsquellen. Außerdem empfehlen wir einen Fokus auf Speiseölreste als Rohstoff, der einfach einen geringeren ökologischen Fußabdruck gewährleisten kann als Energy Crops. Weiter bitte. Kommen wir nur kurz zu den Politikinstrumenten, die den Markteintritt dieser Treibstoffe gewährleisten könnten. Und eines, auf das wir uns im Bericht konzentriert haben, sind die CO2-Preise. Ein CO2-Preis würde nämlich konventionellen Treibstoff verteuern und die Kostendifferenz zu kohlenstoffarmem Treibstoff ausgleichen. Die beste Lösung wäre natürlich ein internationaler Ansatz für einen CO2-Preis, der alle Wirtschaftssektoren eingreift, einfach um Carbon Leakage, also die Verlagerung einer betreffenden Wirtschaftsaktivität von einem regulierten Sektor in einen Markt ohne CO2-Preis zu vermeiden. Ein globales System für alle Sektoren ist im Moment nicht wirklich absehbar und daher ist eine zweitbeste Lösung ein globales System für die Luftfahrt. Und ein Beispiel hier ist das bereits erwähnte Corsair-Scheme von der ICAO. Und in der Tat nehmen schon 88 Länder an dem marktbasierten Mechanismus teil. Und diese 88 Länder decken etwa 80% des internationalen Verkehrsaufkommens da. Zusätzlich sind regionale CO2-Preise ein weiter wichtigerer Ansatz. Ein Beispiel ist zum Beispiel der europäische Emissionshandel, der den Luftfahrtssektor bereits einschließt. Zwischenstaatliche Luftfahrtsabkommen sind eine weitere Möglichkeit, um CO2-Preise für Flugbenzin zu vereinbaren. Und natürlich können Staaten Treibstoffverbrauch auf Inlandsflügen besteuern, ohne eine Carbon Leakage zu befürchten. Das ist zum Beispiel schon der Fall in Brasilien, in Kanada, Indien, in Japan und auch in den Vereinigten Staaten. Und in vielen Märkten macht der inländische Flugverkehr auch einfach einen großen Teil an Flugbewegungen aus.
Zusätzlich zu der Diskussion zum CO2-Preis ist es auch wichtig, eine gezielte Technologieförderung zu haben, die eben Treibstoffproduktion voranbringen kann und Kosten senken kann. Ein Beispiel hier ist der Low Carbon Fuel Standard. Ein Low Carbon Fuel Standard gibt eine Vorgabe zur erlaubten CO2-Intensität von Treibstoff vor. Und Produzenten können dann entweder selbst kohlenstoffarmen Treibstoff produzieren, um die Zielvorgabe zu erreichen, oder Zertifikate von anderen Produzenten kaufen, die einen Überschuss haben. Der Low Carbon Fuel Standard wird bereits in Kalifornien genutzt. Ein ähnliches Instrument, was im Moment in der Europäischen Union unter Diskussion steht, sind Beimischungsgebote für den Luftfahrtsektor. Die funktionieren ähnlich wie der Low Carbon Fuel Standard, aber sind ein bisschen weniger flexibel, da sie eben nicht diesen marktbasierten Mechanismus haben. Und weitere Instrumente zur gezielten Technologieförderung sind auch Emissionsnormen für Flugzeuge und auch Förderung für Forschungsprogramme. Auf der nächsten Folie möchte ich nur kurz ein paar der Empfehlungen anschneiden, mit der wir unsere Studie abgeschlossen haben. Es lässt sich insgesamt festhalten, dass es sehr wichtig oder sehr hilfreich wäre, wenn es ein internationales Klimaziel für den Sektor gibt. Ein internationales Ziel würde einfach Sicherheit geben dem Markt, wo die Entwicklung hingeht und wichtige Anreize setzen für Investitionen in neue Technologien und auch in neue Treibstoffe. Während wir auf ein internationales Klimaziel warten, ist es auch gut, einen Fokus auf nationale und regionale Ansätze weiterzuverfolgen. Diese bestehen bereits teilweise. Es lässt sich hier insbesondere kürzliche Ankündigungen in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten hervorheben. Die Regierungen können zum Beispiel auch ihre Covid-19-Hilfspakete für den Luftverkehrssektor an Klimaschutzanforderungen binden, um technischen Entwicklungen ein bisschen Antrieb zu geben. Das wurde zum Beispiel gemacht in Frankreich letztes Jahr und ich glaube auch in Deutschland. Eine ganz wichtige Rolle für die Dekarbonisierung des Sektors werden wirklich die Sustainable Aviation Fuels spielen. Und es wird wichtig, deren Marktwachstum und deren Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Das betrifft zum Beispiel die Erweiterung der akzeptierten Kraftstoffarten auf Electrofuels von Seiten der ICAO und auch klare, transparente Vorgaben zur Nachhaltigkeit im Sinne von Lebenszyklusanalysen, um sicherzugehen, dass es keine Verschiebung von den sogenannten Tank-to-Wheel zu Well-to-Tank-Auswirkungen gibt. Außerdem bleibt die Regulierung oder die Fortschritte in der Energieeffizienz von Flugzeugen wichtig. Es kommt zwar ein großer Teil von Dekarbonisierung von den Sustainable Aviation Fuels, aber effizientere Flugzeuge werden weiter wichtig sein, schon alleine, um die steigenden Kosten für den Kraftstoff ein bisschen abzufedern. Und ein Key Takeaway ist natürlich, dass viele der Antriebssysteme und Treibstoffe, die für die Dekarbonisierung unabdingbar sind, im Moment noch in den Kinderschuhen stecken. Daher ist auch eine Schlüsselempfehlung, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, auch mit öffentlichen Programmen. Gut, das war es erstmal von mir. Und natürlich stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung und freuen uns auf die anschließende Diskussion. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Till und Elisabeth. Ich denke, ich würde gerne in die Diskussion einsteigen, zunächst mal, um noch mal ein bisschen so diese technische und Potenzialseite zu erörtern. Ihr habt ja angesprochen, dass diese Sustainable Aviation Fuels eine zentrale Rolle spielen sollen. Und ich würde gerne vielleicht Herrn Pechstein zunächst fragen, wie Sie die verschiedenen sozusagen technischen Möglichkeiten aus Ihrer Sicht einordnen. Die Lufthansa ist ja ein bisschen Pionier in dem Bereich. Sie sind schon länger unterwegs mit den Sustainable Aviation Fuels. Sie sind jetzt auch
hier bei dieser Anlage von Atmosphäre mit eingestiegen in die Produktion oder in die Abnahme von E-Fuels. Deswegen die Frage erstmal an Sie, wo sieht die Lufthansa, also welche Schritte sehen Sie, um das Unternehmen, aber auch vielleicht die Branche selber in Richtung Klimaneutralität oder Klimafreundlichkeit zu bringen? Ja, gerne, vielen Dank. Also erstmal die Präsentation der verschiedenen Optionen und Handlungsfelder, die war soweit schon ganz vollständig. Also natürlich ist es wichtig, modernere Flugzeuge in die Flotten zu bekommen, die pro angebotenem Sitzplatz bzw. pro transportiertem Passagier oder Tonne Luftfracht weniger Kraftstoff verbrauchen. Man kann gleichzeitig versuchen, die existierende Flotte effizienter einzusetzen. Also das ist dann alles, was mit dem besseren Luftraummanagement zusammenhängt oder mit den Verbesserungen im allgemeinen Flugbetrieb. Aber ich teile das absolut. Zentrale Säule ist, die Markteinführung der nachhaltigen Flugkraftstoffe zu beschleunigen. Wir sind seit 10 Jahren damit bei. Wir haben 2011 den ersten Langzeitversuch, wobei Versuch kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, den ersten regulären Einsatz im Flugbetrieb gehabt für nachhaltige Flugkraftstoffe. Wir haben seither verschiedene Forschungsprojekte begleitet, sind auch immer wieder als Launching-Customer aufgetreten. Sie hatten es ganz richtig gesagt, jetzt auch bei der Anlage in Werte. Und zusätzlich muss es natürlich irgendwo den Weg geben, da jetzt die Skalierung voranzutreiben. Gerade bei den Kraftstoffen, die jetzt vielleicht nicht auf Biomasse basieren, sondern die unter diesen Oberbegriff nachhaltige Flugkraftstoffe nicht biogener Herkunft entfallen, was auch nicht nur PTL ist, sondern das können dann auch Technologien sein, die direkt das Sonnenlicht zur Kraftstoffsynthese nutzen. Da wird man dann relativ schnell in Regionen gehen müssen, wir nennen das mal Gunstregionen, also wo erneuerbare Energieträger als erneuerbarer Strom besonders kostengünstig angeboten werden können oder hergestellt werden können oder die eben eine besonders starke Sonneneinstrahlung besitzen, um dort eben solare Kraftstoffe herzustellen beispielsweise. Okay, prima, vielen Dank. Dann möchte ich gerne gleich an Herrn Niemeyer weitergeben und auch nochmal vielleicht an Sie die Frage, wie Sie das Potenzial dieser regenerativen Kraftstoffe oder der Sustainable Aviation Fuels einschätzen und welcher Pfad aus Ihrer Sicht eigentlich der vielversprechendste ist. Es ist ja doch, wir sind jetzt da beim Einstieg, wir gucken ein bisschen die Technologien an, wir haben Demonstrationsprojekte, wir haben jetzt auch erste E-Fuel-Produktion. Aber die Mengen, die ja benötigt sind, sind gewaltig. Und da muss man sich ja ein bisschen auch auf die Nebeneffekte in andere Sektoren, in andere Bereiche schauen, um wirklich zu einer auch nachhaltigen Lösung kommen zu können. Also vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht nochmal darstellen, was denn so die Wege sind, die sozusagen aus jetziger Sicht das meiste Potenzial bieten und die man auch dann sozusagen weiterverfolgen müsste. Ja, also wenn man Sustainable Aviation Fuel einführen will, dann muss man die Preislücke schließen. Also die Empfehlungen sind ja sehr klar. Herr Bunsen und Frau Windisch haben das ja sehr schön zusammengefasst. Aber was in dem Bericht fehlt oder bei einem Spiegelsprich fehlt, und den möchte ich ganz stark betonen, da steht nämlich als Empfehlung, Carbon Pricing is crucial. Also wer von Sustainable Aviation Fuel spricht, muss diese Lücke, Preislücke, schließen. Man braucht Carbon Pricing. Das ist also eine notwendige Bedingung. Und das ist auch genau das Problem, dass wir das politisch nicht bekommen. Porsia steht dann auf Seite 22, Offsetting, also die Bepreisung von Corsia von CO2 ist eben zu gering. Ja, da steht, it's unlikely to be high enough to provide an incentive to invest in new technology. Ja, also wer Sustainable Aviation Fuel und die anderen schönen technischen Sachen haben möchte. Entschuldigung, ich bin Ökonom, ich habe davon von diesen technischen Sachen überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen als Ökonom sagen, wer diese technischen Sachen haben möchte, der muss sie bepreisen. Und zwar jetzt und langfristig. Das ist eine notwendige Bedingung. Das ist keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung. Und wer das nicht macht, wird unglaubwürdig. Ja, politisch und als Industrie. Auf
Genau, auf diese Frage der Rahmenbedingungen oder der Bepreisung wollte ich im zweiten Teil eingehen, aber es ist gut, dass Sie das jetzt schon mal erwähnt haben und auch ein bisschen die Marke gesetzt haben. Nochmal zurück zu diesen verschiedenen technischen Seiten und da vielleicht nochmal an Dietrich Bockhagen. Diese mit Atmosphäre hat ja mit dieser Demonstrationsanlage auf diese E-Fuels gesetzt. Vielleicht auch da nochmal zur Unterscheidung, warum dieser Ansatz E-Fuels, wo jetzt sozusagen keine, zumindest nicht sozusagen direkt biologische Rohstoffe verwendet werden, sondern CO2 zumindest zum Teil aus der Atmosphäre genutzt wird, Wasserstoff hergestellt wird über Elektrolyse, beides über Strom. Warum dieses Verfahren und nicht die bisher schon zugelassenen Sustainable Aviation Fuels, die ja eher auf biogene Rohstoffe zurückzuführen sind? Ja, die biogenen Treibstoffe, die jetzt da genannt sind unter SAF, haben keine hundertprozentige CO2-Minderung. Also der Fußabdruck ist vielleicht gegenüber den fossilen, je nach Treibstoff so zwischen 30, 60, 70, 80% reduziert, aber eben nicht 100%. Das heißt, diese Biotreibstoffe bringen uns nie den kompletten Weg bis zur Dekarbonisierung, den wir aber bis 2050 ja brauchen. Und zudem bringen sie alle dann unerwünschte Nebenwirkungen mit. Also es ist ja oft genug ausgerechnet worden, wie viele Flächen jetzt weltweit dafür benötigt würden, um genügend Biofuels anzubauen. Für den Weltluftverkehr alleine. Und es zeigt sich einfach, dass die Flächen vorne und hinten nicht ausreichen. Und deswegen kommen wir automatisch immer in diesen Teller-Tank-Konflikt rein mit den Biofuels. Das heißt, die E-Fuels sind da einfach besser. Die brauchen mindestens ein bis zwei Größenordnungen weniger Platz und können aber potenziell komplett weg von diesem, oder nicht potenziell, sondern sind die können diesen Konflikt zwischen Tellertank gleich an der Wurzel durchschneiden. Also man kann das CO2 einfach direkt aus der Luft ziehen, technisch, ohne irgendeine Pflanze dazwischen zu haben. Und damit ist es eigentlich möglich, an Gunststandorten, da benutze ich den gleichen Begriff wie Herr Pechstein von der Lufthansa, also theoretisch ist die Technologie da, um in einer Wüste eine Anlage aufzubauen, die sowohl das Wasser aus der Luft saugt, als auch das CO2, mit einer eigenen Solaranlage, die natürlich auch in der Wüste steht und dort Kerosin wirklich aus Sonne und Luft produziert. Das ist technisch möglich. Und das heißt, wir kommen da überhaupt nicht in Konkurrenzsituationen oder Konfliktsituationen mit anderen Ressourcen, auch politisch nicht. Und das ist, glaube ich, aus unserer Sicht war das die klare Entscheidung. Die E-Fuels sind die einzigen, die uns wirklich, die nicht nur eine Zwischenlösung sind, die nicht nur ein Schrittchen hin zum Ziel sind, sondern die wirklich uns den kompletten Weg bis zur vollständigen Dekarbonisierung erlauben, und zwar auch mit der Geschwindigkeit, die wir brauchen. Also wir müssen einfach verstehen, die Flugzeuge, die heute ihren Jungfernflug machen bei einer Airline weltweit, die sind 2015 noch im Einsatz. Das heißt, an diesen Flugzeugen werden sie kaum was ändern können. Das heißt, sie brauchen diese Treibstoffe und es ist tatsächlich möglich, diese Skalierung vorzunehmen. Natürlich gibt es, also wir müssten wahrscheinlich das, was wir an erneuerbaren Energien heute in der Welt haben, nochmal dazu bauen und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, um den Weltluftverkehr alleine mit E-Fuels versorgen zu können. Aber das ist machbar. Das ist, also wie gesagt, an diesen Gunststandorten gibt es genügend Sonne und Wind ohne Konfliktpotenzial. Und wir haben die gleiche Situation auch in Deutschland. Das BMU hat so eine Broschüre rausgebracht, wo gezeigt wurde, wenn man den Straßenverkehr in Deutschland komplett elektrolysieren wollte, dann bräuchte man auch ungefähr nochmal die Menge an erneuerbaren Energien in Deutschland, die wir haben. Und in der Tat ist aber genau zwischen 2013 und 2018 innerhalb von nur 5 Jahren ist in Deutschland geglückt, die EE-Kapazität zu verdoppeln. Das heißt, diesen Weg haben wir schon an anderen Stellen gezeigt, dass er gangbar ist. Deswegen setzen wir insgesamt auf diese E-Fuels. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann Herr Heinen, für die Bundesregierung. Sie haben ja auch mit dem Beimischungsgebot, das sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in erster Linie auf E-Fuels oder PTL bezieht und diese anderen Wege ein bisschen beiseite lässt. Vielleicht können Sie noch mal kurz darstellen, warum von der Bundesregierung dieser Weg gewählt wurde und vielleicht auch in einem zweiten Schritt, wie Sie die Chancen sehen, dass dieser Weg dann auch in einem europäischen oder vielleicht auch globalen Rahmen möglicherweise beschritten wird oder ob es da sozusagen, wie da die Diskussion, die Lage im Moment ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank erstmal an das Internationale Verkehrsforum für die Studie. Ich finde, die Studie ist hervorragend recherchiert. Also ich habe mir die zweimal gründlich durchgelesen und ich war selber 10 Jahre in der ICAO bei den Verhandlungsrunden und insofern sind viele von den Themen, die da auch besprochen worden sind, sehr umfassend dargestellt. Ich bin nicht ganz einverstanden mit den Schlussfolgerungen, den Empfehlungen. Ich finde, die sind unvollständig. Lassen Sie mich vielleicht eingangs dazu noch einen Punkt sagen und da greife ich auch das auf, was Herr Niemeyer schon gesagt hat. Man muss ja einfach mal sehen, wo wir gerade stehen und das ist im Wesentlichen auch jetzt eine Grundlage für Entscheidungen, die wir in der Bundesregierung getroffen haben. Die ICAO hat aus dem Kyoto-Protokoll den Auftrag bekommen, 1997 Maßnahmen zu entwickeln. 1998 haben sich die ersten Arbeitsgruppen konstituiert. 2004 hat sich die ICAO dann letztlich für den Emissionshandel ausgesprochen, um dann ein paar Jahre später sich wieder gegen das System auszusprechen. Das heißt, wir haben jetzt ein Vierteljahrhundert Maßnahmen diskutiert in der ICAO. Wir haben einen schwachen Effizienzstandard, wir haben ein paar operationelle Maßnahmen und wir haben ein marktwirtschaftliches Instrument, was bestenfalls gerade in den Anfängen steht. Es ist auch nicht so, dass jetzt 88 Staaten unmittelbar da sind, sondern wir haben verschiedene Phasen. Erst ab 2027 würden dann die Staaten verpflichtend dazukommen. Bis dahin haben wir einzelne Voluntary States, die ihre Emissionen kompensieren können mit Zertifikaten, die zum Teil Preise von wenigen Cent haben. Und das ist nämlich genau die Schwäche. Und damit fehlt, das ist das, was Herr Niemeyer angesprochen hat, letztlich der Anreiz, auch das Preissignal, um hier in effektive Minderungen und Maßnahmen einzutreten. Das heißt, wir müssen natürlich weiter daran arbeiten, hier ein entsprechendes Preissignal auf internationaler Ebene zu erwirken. Allerdings muss man auch hier wirklich super realistisch sein. Wie gesagt, wir diskutieren jetzt ein Vierteljahrhundert in der ICAO. Wir haben bislang kein wirkliches Preissignal induziert. Die letzten Vollversammlungen waren davon geprägt, dass einzelne Staaten quasi alles blockiert haben. Wie man in dem Umfeld zu einem wirklich wirksamen Maßnahmenbündel kommen möchte, ist mir zumindest kurzfristig nicht klar. Also mir fehlt da auch nach all den Jahren der Verhandlungen die Fantasie, wie das gehen soll. Die Situation hat sich eher verschlechtert als verbessert in den letzten 2 Jahrzehnten. Gut, das ist die Ausgangslage. Was für Schlussfolgerungen muss man daraus ziehen? Das eine ist, wir können nicht auf die ICAO alleine warten, weil wenn wir da warten, dann bekommen wir wahrscheinlich nicht die Maßnahmen, die wir brauchen. Wir bekommen sie übrigens auch nicht, das vielleicht auch nochmal als Punkt, für die Nicht-CO2-Effekte. Das ist auch schon in den 90er Jahren diskutiert worden, groß und breit von der Manchester University, die haben alle vorgestellt und so weiter. Das wird hinter vorgehaltener Hand gesagt, ja, da gibt es auch was, man darf nicht vergessen, der Strahlungsantrieb durch die Veränderung der natürlichen Wolkenbildung ist ungefähr genauso hoch wie CO2, vielleicht sogar größer. Aktuell haben wir einen Klimabeitrag des Luftverkehrs, wenn man eben nicht von der Industrialisierung über die gesamte Zeit integriert, sondern heute sieht, von 5,5%. Das heißt, wir reden eben nicht nur über die 2%. Das muss man eben auch machen. Gut, das ist die Ausgangslage. Das heißt, wir müssen uns regional auch mit diesen Maßnahmen auseinandersetzen, auch, und es wird der Lufthansa nicht so gut gefallen, auch wenn es dadurch natürlich hier zu Verzerrungen kommen kann. Wenn wir auf die ICAO warten, werden wir den Luftverkehr und vermutlich auch den Seeverkehr in der IMO nicht lösen können. Gut, ein Ansatz war der Emissionshandel im europäischen Umfeld, der jetzt auf die Intra-EU-Flüge zielt. Das ist ein Ansatz, der hat auch zu wirksamen Minderungen geführt. Da hatte die Kommission mit dem Fit for 55-Programm nachgelegt. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Eine Besteuerung oder weitere Preissignale dürften im EU-Kontext zumindest schwierig sein. Stichwort zum Beispiel Kerosinsteuer. Wäre eine wirksame Maßnahme. Ob das kommt, möchte ich jetzt aus Erfahrung sagen, da braucht man Einstimmigkeit, ist vermutlich eher schwierig. Gut, und dann wenden wir uns eben, und das ist Ihre Frage, sorry, dass ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe, aber ich fand es ganz wichtig, dass man hier auch nochmal ein bisschen sieht, wo man realistisch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten überhaupt international landen kann. Und dann landen wir eben bei den Fuels. Das heißt, wir bekommen nur eingegrenzt und wenn überhaupt regional eine Unterstützung durch marktwirtschaftliche Instrumente. Wir brauchen also andere Maßnahmen. Die Effizienz wird besser, gar keine Frage. Die Flotten werden besser. Aber auch das wird nicht reichen, um diesen Trend wirklich zu stoppen. Und damit muss man eben gucken, wie kann man die Flugzeuge, die rumfliegen, Dekarbonisierung, da sind halt die Fuels wirklich, die alternativen Treibstoffe wirklich eine zentrale Option. Aber auch hier muss man sehr vorsichtig sein.
Die ICAO hat ja im Rahmen ihrer Liste für Eligible Fuels eine ganze Menge von Rohstoffen aufgegriffen. Und da haben wir dann all die Vertreter wieder dabei, die wir auch als Bundesregierung eigentlich bekämpfen. Palmöl und die ganzen konventionellen Biokraftstoffe, also Nahrungsfuttermittel, Pflanzen mit all den negativen Wirkungen. Es ist ja nicht so, dass die halt einfach nur schlechter sind, sondern wenn man sich dann halt Palmöl anguckt mit den indirekten Landnutzungsänderungen, die Globiom-Studie der Kommission hat es gezeigt, dann haben wir zum Teil den doppelt, zum Teil noch höheren Effekt an zusätzlichen CO2-Emissionen durch die Abholzung und durch die Trockenlegung von Mooren. Das sind keine wirklich nachhaltigen Optionen. Und deswegen muss man sich, und wir haben das jetzt im Rahmen der RED2 für den gesamten Verkehrsbereich auch wieder gemacht, die konventionellen Biokraftstoffe sind begrenzt. Das, was investiert ist, sichern wir. Aber wir wollen, und das ist dann auch der Wille auf EU-Ebene schon mit der RED2 gewesen, nicht weiter investieren. Und deswegen sind die E-Fuels so zentral, weil hier hat man wirklich die Möglichkeit zu dekarbonisieren. Und man muss eben darauf achten, dass es mit zusätzlichen erneuerbaren Energien passiert, dass wir eine geeignete CO2-Quelle haben, am besten natürlich Direct Air Capture, und damit können wir auch einen Weg in die Zukunft gehen. Und das war der wesentliche Grund, warum wir gesagt haben, und das ist die andere Maßnahme, die fehlt bei den Empfehlungen auch, wir brauchen eine Verpflichtung zum Einsatz dieser Kraftstoffe. Und deswegen haben wir als erstes Land weltweit jetzt vom Bundestag verabschiedet, vom Bundesrat beschlossen, inzwischen am 22. September auch verkündet, im Bundesgesetzblatt eine PTL-Quote für den Luftverkehr eingeführt, ab 2026 von 0,5%. Und die EU ist da leider mit ihrem Vorschlag Refuel Aviation ein bisschen zögerlicher, aber da würde ich dann vielleicht separat nochmal drauf eingehen. Ich möchte jetzt nicht hier den Gedankenrahmen, den ganzen Zeitrahmen klauen, aber das war mir nochmal wichtig, hier auch diesen Bogen zu ziehen, dass wir eben regional und auch in Deutschland aktiv werden müssen, auch mit den Risiken, die da für die Luftverkehrswirtschaft einhergeht. Danke. Ja, prima. Und auch vielen Dank, dass Sie sozusagen schon den größeren Rahmen tatsächlich gesetzt haben. Der war sowieso, stand jetzt sozusagen auf der Liste als nächstes. Aber dann möchte ich gerne das gerne weitergeben an Till Bunsen und auch als Reaktion. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass einerseits also diese fehlenden wirtschaftlichen, ökonomischen Preisanreize dargestellt wurden, aber letztlich auch realistisch, dass die auf international, auf globaler Ebene vielleicht noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Vielleicht nochmal zurück auch von euren Punkten. Wenn man sich sozusagen die Situation, die man heute hat, anschaut, was wären denn sozusagen die nächsten gangbaren Schritte, um möglichst sozusagen an dieses Ziel heranzukommen? Wo gibt es realistisch die Möglichkeiten, dass sich was bewegt oder wo man was bewegen könnte? Ist es vielleicht doch auf dieser Preisebene, sei es jetzt irgendwie regional, oder muss man schauen, dass man sozusagen eher in der Technologieseite weiterkommt und zu demonstrieren, dass sozusagen diese Art, dieser Pfad der Dekarbonisierung auch wirklich möglich ist? Ich denke, es muss von verschiedenen Seiten kommen. Also ich stimme dem vollkommen zu, dass im Moment existierende Systeme, die einen CO2-Preis etablieren, der Preis ist zu niedrig, um einen wirklich starken Anpreis, einen starken Anreiz zu setzen zur Förderung der nachhaltigen Kraftstoffe. Und es wird eine Erhöhung von dem Preis langfristig nötig werden. Gleichzeitig denke ich, dass es auch wichtig ist, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren. Wenn wir den CO2-Preis erhöhen, während die Kosten für die Kraftstoffe noch an einem relativ hohen Niveau sind, dann denke ich, dass es größere Risiken gibt für eine sehr disruptive Entwicklung. Ich würde es wirklich zweischneidig machen, also langsam den CO2-Preis erhöhen und gleichzeitig in technischen Fortschritt zu investieren. Es gibt auch die Möglichkeiten, Einnahmen aus dem CO2-Handel direkt in Projekte zu investieren, die zur Kostenreduktion beitragen können. Und ich glaube, dass die Politikankündigung der letzten Wochen aus den Vereinigten Staaten und auch aus der Europäischen Union, langsam die Beimischquoten zu erhöhen und auch insbesondere in der Europäischen Union, die auch sehr detailliert nach Kraftstoff unterscheidet, mit gezielter Förderung für die synthetischen Electrofuels, dass das ein sehr guter Weg ist, auch
um Netteinsparungen im Sinne von Emissionen zu maximieren, weil es ist in der Tat so, dass Sustainable Aviation Fuel sind nicht alle gleich. Wir haben eine große Bandbreite an dem Einsparungspotenzial und wir sollten uns wirklich auf die konzentrieren, die am besten dastehen im Sinne von Well-to-Wheel Emissions. Nochmal die Frage, weil ihr habt ja auch gerade bei den E-Fuels, war die Bandbreite, was die Kosten angeht, waren die größten. Wenn man den unteren Rahmen nimmt, dann sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Dann stehen die ja zum Teil sogar besser da als die biogenen Fuels. Vielleicht dann nochmal eine kurze Frage. Was muss geschehen, damit wir sozusagen wirklich an diesen unteren Rahmen kommen? Ist das einfach nur die bestehende Technik an den Orten einsetzen, wo die Sonne besonders scheint oder wo der Wind besonders weht? Oder ist das eigentlich was es erfordert oder müssen noch mehrere Voraussetzungen erfüllt sein? Genau, also für die Elektrofuels insbesondere ist der wichtigste Faktor, die Produktionsvolumen einfach stark zu erhöhen, um große Skaleneffekte zu erzielen. Und es macht auch sehr viel aus, was auch schon von anderen Panelisten erwähnt worden ist, wo die erneuerbaren Energien produziert werden. Und es ist einfach am besten, sich auf Regionen zu fokussieren, wo das Potenzial sehr hoch ist, wo Anlagen zur Herstellung von erneuerbaren Elektrizität mit sehr großer Auslastung betrieben werden können. Ich denke hier zum Beispiel an Windkraft in Chile oder auch an Solar Power in Nordafrika zum Beispiel. Also der Strompreis ist wirklich der wichtigste Preistreiber bei den Kosten für synthetische Kraftstoffe und es wird einfach wichtig sein, dort zu produzieren, wo die Stromkosten am niedrigsten sind. Vielen Dank. Dietrich Bockragen wollte, glaube ich, nochmal auf die Frage eingehen, was muss jetzt als nächstes geschehen, wo sind eigentlich die Potenziale oder war das nicht das Thema? Aber bitte, du hast das Wort. Ja, danke sehr. Doch, ich wollte ganz gerne nochmal bei dem Punkt einsteigen, den auch Falk Hein gemacht hat. Also mir geht es ähnlich wie Falk, ich verfolge das ganze Thema seit 1990 mit, das sind jetzt 30 Jahre und es ist so gut wie nichts passiert. Und die Studie hier, die vorliegt, finde ich auch gut. Sie fasst das alles schön zusammen, aber sie bringt auch kaum was Neues. Also die Erkenntnisse darin haben wir jetzt auch eigentlich schon seit 10 und 20 Jahren. Und ich würde tatsächlich gerne die Diskussion dahin verschieben, nicht was gemacht werden muss. Ich glaube, die Mittel sind alle klar. Die Instrumente liegen auf dem Tisch, sondern die Frage ist, wer macht das denn? Und wir haben eben 1997, ich war ja dabei in Kyoto, mit der ICAO auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben den Bock zum Gärtner gemacht. Und es sind da zwar irgendwie die 190 Staaten, aber das sind eben die Verkehrsminister, die dort sprechen. Und von denen werden wir das nie bekommen. Also das ist einfach, dieses tote Pferd brauchen wir nicht mehr zu reiten, ist mein Gefühl. Wir können es bestenfalls noch irgendwie mitnehmen. Und deswegen wäre meine dringende Empfehlung, wirklich über das Wer nachzudenken. Wer hat denn noch, und natürlich kommen dann immer diese Diskussionen, kann denn die EU alleine vorreiten und so weiter. Auch dort, es ist ja schon seit dem Council, ich glaube seit 1996, Mitgliedstaaten oder 2003 erlaubt, auch einzelne Flüge innerhalb ihrer Mitgliedstaaten zu besteuern. Das machen bloß so gut wie keine, aus naheliegenden Gründen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wir brauchen eigentlich ein starkes Signal von einem neuen Akteur. Und dieser neue Akteur könnte jetzt natürlich nach Paris von Glasgow kommen, die COP26. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, CORSIA wurde zwar 2016 beschlossen, das soll ja jetzt diesen Emissionshandel oder dieses, es ist ja kein Emissionshandel, diesen Offset-Mechanismen geben, der ICAO, bloß er funktioniert nicht. Es ist schon eine komplette Fehlgeburt, das ganze Ding, unabhängig davon, dass die Preise viel zu niedrig sind mit den ganzen Schrottzertifikaten von wenigen Cent und so weiter. Es sind alles Doppelzählungen. Wir machen komplett die Rechnung und wird niemand in der Öffentlichkeit von den Journalisten spricht darüber. Wir sprechen jetzt in Glasgow über Artikel 6 und die Frage, wie denn überhaupt Emissionen anrechenbar sind. Und derzeit ist es so, alle diese Projekte, die unter CORSIA laufen würden,
sind erstmal mit ihren Emissionsminderungen oder gehören den Emissionsminderungen der Gastländer und damit eben nicht der ICAO. Es gibt noch überhaupt keinen Mechanismus unter der UNFCCC, also der Klimarahmenkommission, diese Rechte an die Corsair zu übertreiben. Da wurde x-mal darauf hingewiesen, die ICAO juckt das nicht. Die macht dann eben einfach Doppelzählungen. So, jeder von uns weiß, was passiert, wenn man irgendwie Geldschein zweimal druckt. So, dieses ganze System ist ein Skandal, dass das auf dieser Ebene immer noch nicht durchgedrungen ist. Deswegen müssten eigentlich jetzt Politiker in Glasgow aufstehen und sagen, hier, Corsair-Vertreter, kommt mal her. So geht das nicht. So funktioniert das nicht. Das wäre ein ganz klares Signal. Und dann könnten sie vielleicht sich selber wieder ermächtigen und sagen, wir nehmen das jetzt von der ICAO weg und wir machen diesen Geburtsfehler 2016 wieder gut. Und es war in 2016 ja eine riesige Chance in Montreal. Da haben sich ja die Staaten zusammengefunden, um eben gemeinsam sich Ziele zu setzen. Und es wäre ja möglich gewesen, einen großen Fonds aufzustellen, zu sagen, jeder, der irgendwo fliegt, jede Airline zahlt pro Kilometer irgendwie ein paar Cent ein. Von mir aus lässt man noch die Least Developed Countries raus und so weiter. Und mit diesem Geld hätte man dann ja eben PTL fördern können und diese Technologien hochskalieren können, was wir dringend brauchen. Diese Chance wurde einfach vergeben und das liegt nicht daran, dass das Wissen fehlt, sondern es liegt einfach an den Akteuren. Niemand, würden Sie dazu stimmen? Ja, ich finde, was Herr Brockhagen und Herr Heiden sagt und auch Till Bunsen, ist ja wunderbar ehrlich. Ja, und man muss wirklich sagen, was jetzt in den letzten 20, 30 Jahren an Politik gelaufen ist, ist eigentlich das, was man anfangs erwartet hat. Ich war 1990 auf dem Verein für Sozialpolitik, das ist das Ökonomentreffen. Da war ich sehr geschockt, dass Weizsäcker, also der großen Ökonom, deutschen großen Ökonomen, gesagt hat, ja, Klimawandel, aber wir werden nichts dagegen machen können politisch. Warum? Nun, wir wissen, Klima, CO2, Klimawandel ist ein öffentliches Gut, global. Das heißt, es ist für jede Nation rational, Trittbrettfahrer zu sein. Die anderen sollen was machen und man selber nicht. So, und das ist leider eingetreten. Und wenn Sie das weiterverfolgen, Dieter Helm, Oxford University, sagte auch genau das Gleiche. Diese Versuche, international Lösungen zu finden, sind bisher alle gescheitert. So, nun hat das Ökonomen weiter beschäftigt, unter anderem Dieter Helm, aber auch Nordhaus, Nobelpreisträger. Und was vorgeschlagen wird, sind Klimaklubs. Also, die Willigen schließen sich zusammen, bepreisen CO2, weil das ist das Problem, und das finde ich wunderbar, dass Herr Brockhagen, Herr Bunsen und Herr Heiden da vollkommen übereinstimmen. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung, sonst sind diese technischen Dinge alle wunderschöne Sachen, aber werden nie kommen. So, und die vereinbaren also einen Club bilden und dann macht man international das zusammen. So, das ist die eine Sache. Und der andere Forderung, das ist auch bei Fit for 55, also bei dem EU-Projekt auch vorgeschlagen, man macht Cross-Border Adjustments. Ja? Also wir haben ja immer das Problem, wenn man CO2 bepreist, auf den Flügen zum Beispiel, dann gibt es die Konkurrenz aus der lieben Türkei oder aus den Golfstaaten und die werden nicht bepreist. So. Und im internationalen Luftverkehr, wie bekommen wir die anderen, die nicht CO2 bepreisen, wie bekommen wir die ins Boot? Und da muss man, glaube ich, weiterdenken. Also das Problem ist wirklich international. Da habe ich wenig Hoffnung. Ich war auch 1998 bei der ICAO, als das anfing. Und ja, also ich glaube, es gibt wirklich wenig Hoffnung da ein bisschen. Aber was helfen könnte, sind diese Klimaclubs und dass man es wirklich ernst nimmt, sozusagen die Wettbewerbsverzerrung, und dann bepreist an der Border und dafür eine Lösung findet. Das wäre sozusagen meine Hoffnung. Herr Pöschtein, können Sie sich das vorstellen aus Sicht der Lufthansa? Wäre das sozusagen aus Ihrer Sicht der Rahmen, der sozusagen, also Klimaclub, das ist ja dann letztlich eine Art regionale Lösung oder eine Lösung der Willigen, wenn man so will,
Ist das eine Sache, die man aus Sicht der, könnten Sie da mitgehen aus Sicht der Lufthansa oder sehen Sie da eher sozusagen zu viele Hürden und das würde zu großen Verzerrungen führen? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben dazu sogar ganz konkrete Vorstellungen. Also ich teile das, dass wenn wir sagen, wir wollen nachhaltige Flugkraftstoffe haben, aber die sind deutlich teurer und die Preisspanne, die da in dem Bericht ist, wir erleben am Markt eine etwas andere, also der Preisunterschied ist größer als das, was dargestellt ist. Wenn wir sagen, wir wollen diese Kraftstoffe bekommen, aber es gibt diese Preisdifferenz, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir können den fossilen Kraftstoff verteuern, beispielsweise über die CO2-Bepreisung, oder wie es beispielsweise in Nordamerika gemacht wird, man kann auch über eine Subventionierung den nachhaltigen Kraftstoff billiger machen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt für das eine oder das andere besonders ausspreche. Was mir wichtig wäre, und das hat Herr Niemeyer ganz richtig dargestellt, wenn wir die CO2-Bepreisung, die wir ja auf europäischer Ebene schon haben, also das ist ja jetzt nicht kursiert, wir haben den europäischen Emissionshandel schon, das Fit for 55-Paket wird jetzt, hat eine Kerosinsteuer im Vorschlag drin, hat eine Verschärfung des europäischen Emissionshandels drin und hat eben die Beimischungsquote für nachhaltige Flugkraftstoffe drin. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Umweltregulierung stattfinden zu lassen. Worauf wir dabei achten müssen, ist, dass diese Umweltregulierung und auch diese CO2-Bepreisung alle gleich betrifft. Und das ist der Punkt, den Herr Niemeyer gerade machte und den ich unterstreichen möchte. Wenn der Passagier aus Europa die freie Wahl seines Reiseweges hat und ein Reiseweg beispielsweise über einen außereuropäischen Zwischenstopp ist von der Regulierung nicht oder nur teilweise betroffen, dann wird die Regulierung insgesamt ineffektiv. Denn der kann dann ja, wenn die Bepreisung für beispielsweise europäische Carrier sehr, sehr stark steigt, aber für außereuropäische nicht, einfach mit dem günstigeren Reiseweg, also mit dem außereuropäischen Carrier, immer noch fliegen. Das heißt, für die Umwelt ist im Zweifel gar nichts gewonnen worden. Und wir machen ganz konkrete Vorschläge, wie man das machen kann. Es gibt Instrumente, Politikinstrumente, beispielsweise die deutsche Luftverkehrssteuer, die weitgehend wettbewerbsneutral ist, weil sie sich in ihrer Ausgestaltung am Endreiseziel des Fluggastes orientiert. Also wo auch immer jemand aus Deutschland hin will, es geht nur darum, wo landet er am Ende seiner Reise. Also der will nach Tokio, sage ich jetzt mal. Ob der jetzt über Frankfurt, über München, über Amsterdam, über Dubai oder über Istanbul fliegt, ist vollkommen egal. Auch die Airline ist total egal. Er zahlt immer das Gleiche. Und wenn man mit einem ganz ähnlichen Instrument, beispielsweise die Beimischungsquote für nachhaltige Flugkraftstoffe finanziert, dann hätte man das wettbewerbsneutral dargestellt. Und dann spricht auch nichts dagegen, die Ambitionen hochzuschrauben. Im Gegenteil. Ich könnte jetzt auf Positionspapiere verweisen. Die hat Lufthansa mit TNI verfasst, wo wir uns dafür aussprechen, auf europäischer Ebene eine E-Fuels-Quote einzuführen, so wie Herr Heinen sie eben, wo er bedauert hatte, dass die EU da mit einer geringeren Ambition als die Bundesregierung vor die Tür getreten ist. Im Gegenteil, wir sprechen uns dafür aus, sowas auf europäischer Ebene zu machen, aber halt nur, wenn man das wettbewerbsneutral machen kann. Ich glaube, das geht. Wir haben dazu Vorschläge gemacht und dann spricht überhaupt nichts dagegen, hier diesen Club der Willigen auf die Beine zu stellen. Hein wollte darauf nochmal reagieren, aber ich möchte ihm gerne noch eine weitere Frage mitgeben, die letztlich auch die, vielleicht auch aus der Sicht der Verbraucher. Wo landen wir denn, also wenn Sie das sagen können, wo landen wir denn eigentlich beim Preis vom Fliegen und wer wird sich denn das Fliegen dann noch leisten können? Ich denke, das ist eine Frage, die wir bisher ausgeklammert haben, aber die sollten wir zumindest auch ansprechen und diskutieren. Ja, das kann man in der Tat auch noch ansprechen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich mache gleich mal die Hand hier wieder weg. Ich würde jetzt aber gerne noch einmal darauf eingehen, was Herr Pechstein gesagt hat, weil im Endeffekt die ganzen Jahre, die wir international verhandelt haben, da bin ich immer auf wahnsinnig viel Einverständnis auch bei der Luftverkehrswirtschaft gestoßen. Das ist unendlich gewesen, wie viel Zustimmung ich da bekommen habe. Wenn es aber dann hart auf hart ging und wir die Verhandlungen dann geführt haben, dann war IATA stets immer, und ich war jahrelang in der Arbeitsgruppe für marktwirtschaftliche Instrumente mit denen verhandelt, dann standen die extremst auf der Bremse. Da ging überhaupt nichts. Und in der ICAO, das muss man auch mal wissen, ist es so, dass die Arbeitsgruppen nur dann Vorschläge quasi verabschieden, wenn Einvernehmen aller Beteiligten besteht. Also das heißt, der Regierungsvertreter und der entsprechenden Verbändevertreter.
Das Verhältnis ist allerdings auch noch relativ ungünstig, dass die Regierungsvertreter eher in der Unterzahl sind, zumindest in den Arbeitsgruppen. Das ist eine extrem unangenehme Situation. Wir haben uns deswegen ja damals auch entschlossen, auf EU-Ebene das zu machen. Übrigens dann immer wieder gegen den massiven Widerstand der Luftverkehrswirtschaft. Das hat auch überhaupt nicht geklappt. Und was wir jetzt haben, ist die Situation, dass wir endlich eine technische Option haben, nach all den Jahren, mit denen man ernsthaft arbeiten kann, eben mit den strombasierten Kraftstoffen. Und wir haben dann deswegen auch übrigens erst gegen den Widerstand der Luftverkehrswirtschaft uns dann hier durchgesetzt. Am Ende war es dann so, dass wir eine PTL-Roadmap das dann einvernehmlich in Deutschland gemacht haben, diese PTL-Quote eingeführt. Jetzt haben wir auf EU-Ebene das Fit for 55, den Fit for 55-Vorschlag, der eben ein Vorschlag ist, der sich auf die gesamten Mengen, die hier für die Intra-EU-Flüge und die abgehenden Flüge bezieht. Das ist also ein ganz guter Umfang, es ist eine regionale Maßnahme. Und was ist? Auch jetzt kommen schon wieder Initiativen, um entsprechend den Umfang zu reduzieren. Das heißt, wir haben da eben nicht die Unterstützung der Luftverkehrswirtschaft. Und es ist etwas, was wirklich auf die Dauer total ärgerlich ist. Es gibt so viele Initiativen, ATTAC und so weiter, die immer sich tolle Ziele auf die Fahnen schreiben. Aber wenn es dann um die Maßnahmen geht, und das ist das, was wir brauchen, dann ist der Widerstand immer sehr, sehr groß. Wir werden uns natürlich im Rahmen des Refuel Aviation Dossiers auch mit den Wettbewerbsverzerrungen auseinandersetzen. Das ist gar keine Frage. Ich habe das ja eingangs gesagt. Es wird nicht an regionalen Initiativen vorbeigehen, ob das jetzt ein Club, der like-minded ist, wie Herr Niemeyer das vorgeschlagen hat, oder eben eine regionale Maßnahme auf EU-Ebene. Am Ende wird man beides brauchen. Das sei dahingestellt. Wir haben uns als Deutschland auch dafür eingesetzt, dass man sich eben im Artikel 5 der Refuel dann für eine entsprechende Behandlung der Wettbewerbsverzerrung einsetzt. Also, dass man da Lösungen findet. Das haben wir übrigens auch vereinbart im Zuge der Einführung der PTL-Quote in Deutschland, dass wir gesagt haben, natürlich beobachten wir das. Und wenn dann die PTL-Quote ab 2026 von 0,5% sind 50.000 Tonnen kommt, dann werden wir uns vorher, rechtzeitig vorher, damit auch auseinandersetzen. Gut, das Maßnahmen gibt es. Wir haben die Luftverkehrssteuer damals ja auch eingeführt. Und das ist in der Tat eine gute Maßnahme, da könnte man auch drauf aufsetzen und das entsprechend fortentwickeln. Wir haben übrigens auch in der EU dafür geworben, dass noch mehr Staaten eine Luftverkehrssteuer einführen, als Deutschland es damals gemacht hat. Unser System ist ja eigentlich ganz gut tragfähig, was übrigens dann auch wieder nicht geklappt hat, wegen des massiven Widerstands der Luftverkehrswirtschaft. Darf ich darüber bei dieser Steuer? Entschuldigung, dass ich da jetzt... Ja? Kurz einhaken, einfach nur auch zum Verständnis, auch vielleicht nochmal in Anknüpfung an Herrn Pechstein. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass man sozusagen vom Startflughafen bis zum Endflughafen durch diese Steuer dann berechnet, egal wo man umsteigt. Ist das, was gefragt ist? Dann wäre die Frage natürlich, die sich anschließt, naja, wenn ich dann meine Flüge, den Flug nach Tokio und in Dubai umsteige, ihn in zwei Segmenten buche, fällt das dann auch noch an? Das wäre das eine. Und die andere Frage, wenn ich dann von Bern, Zürich oder, keine Ahnung, Kopenhagen abfliege und die Steuer habe ich nur in Deutschland, fällt die dann als jemand, der in Deutschland wohnhaft ist, trotzdem auch an? Oder wie müsste man sich das vorstellen? Einfach nur, um ein bisschen zu verstehen, was hinter diesen, das ist ja letztlich auch so ein Modell, wo man versucht, in diesem internationalen Verkehr zu schauen, dass man die Steuerlast oder dass man die Abgabe dann bringt, wo sie eben dann auch entsteht und auch für den gesamten Bereich. Vielleicht könnten Sie das nochmal ganz kurz, einfach so ganz technisch kurz erläutern. Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen einhake, weil einfach, ich glaube, dass da das Verständnis ein bisschen fehlt. Herr Heinen, wollen Sie das tun? Also den Vorschlag selber, den sollte die Lufthansa erläutern, weil ich bislang nur 5 Zeilen dazu gesehen habe und insofern müsste es die Lufthansa selber. Wir schauen uns auch gerne dieses, wie gesagt, habe ich auch den verschiedenen Vertretern der Lufthansa schon gesagt, wir schauen uns das gerne an. Wir haben aber bislang nur 5 Zeilen, wo das grob beschrieben ist. Insofern müsste das Herr Pechstein machen. Kann ich gerne. Vielleicht gestatten Sie mir vorab noch zu sagen, vielleicht ist die Luftverkehrswirtschaft nicht die Luftverkehrswirtschaft. Ich kann mir vorstellen, dass international zusammengesetzte Gremien, die vielleicht nicht nur aus europäischen Airlines bestehen, die Dinge anders sehen, als das vielleicht Verbände auf europäischer Ebene oder sogar auf deutscher Ebene machen würden. Aber that aside, was ich, um diesen Mechanismus noch einmal zu erklären. Also das, was man ja machen kann, man kann ja abschätzen auf Basis der vertankten Kraftstoffmenge in Europa, welche Mehrkosten aus der Beimischungsquote, die auf europäischer oder auch auf deutscher Ebene kommen könnte, resultiert. Und diese
Gesamtkosten, diese Gesamtzusatzkosten durch die Regulierung, die könnte man umlegen nach dem Modell der Luftverkehrssteuer auf den einzelnen Passagier, nach Ländergruppen meinetwegen oder nach Distanzklassen, wie auch immer man das strukturieren möchte. Und da würde das dann so laufen, dass jeder Passagier oder für jeden Passagier, der auf einem europäischen Flughafen abfliegt, eine Gebühr erforderlich ist oder eine Gebühr erhoben wird, die sich danach richtet, wo sein Endreiseziel liegt. Egal mit welcher Airline er fliegt, egal welchen Reiseweg er nimmt, wie oft er umsteigt und so weiter. Und aus den Einnahmen dieser Gebühr, die fließen dann in einen Topf und aus dem Topf wird dann die Beimischungsquote finanziert. Und wenn man das so implementieren könnte, dann hätte man nach dem Vorbild der deutschen Luftverkehrssteuer, also ein etabliertes Prinzip quasi, dann hätte man nach einem etablierten Prinzip hier die Wettbewerbsneutralität hergestellt. Und ich glaube, das kann die Eintrittskarte sein dafür, dass man dann auch die Ambitionen hochschraubt und dass sich die Widerstände der Luftverkehrswirtschaft dann auch auflösen, weil man eben zu einer wettbewerbsneutralen Regulierung gefunden hat. Wollen Sie noch mal kurz darauf eingehen und dann würde ich auch, glaube ich, gerne langsam zum Schluss kommen. Ja. Ich wollte nur noch die Runde, ja. Ich wollte jetzt einfach nur noch den Roundup machen, weil das fand ich ja gerade nicht Einschub, was ja ganz wichtig ist. Wie gesagt, wir gucken uns das gerne an. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Es ist natürlich schon nicht ganz trivial, auf EU-Ebene einen zusätzlichen Finanzierungsmechanismus zu etablieren, weil wir ja diverse parallele Stränge schon haben mit ETS, mit ETD-Diskussionen, mit den Luftverkehrssteuern auf nationaler Ebene. Aber wie gesagt, wir sind offen. Der Vorschlag ist angekündigt, dass er uns zugeschickt wird. Gucken wir uns gerne an. Und jetzt dann nochmal zu den Preisen. Wir haben, wie gesagt, das war ja Ihre Frage, Herr Rumpf, 0,5%, das sind 50.000 Tonnen. Wir haben jetzt massive Mittel freigegeben, auch die vor allem über das Verkehrsministerium auch ausgegeben werden, für die Unterstützung von strombasierten Kraftstoffen. Da gibt es ja große Programme. Aktuell dürfte sich das die Waage halten. Das heißt, es entstehen eigentlich keine wirklichen zusätzlichen Kosten. Und die Kosten, die zusätzlich auf die Ticketpreise dann kommen, sollten sich zunächst absolut im Cent-Bereich bewegen. Und wir müssen dann natürlich gucken, ob durch die Skalierungseffekte hier die PTL-Kraftstoffe deutlich günstiger wären. Also ich glaube, dass das jetzt eben nicht auf 1 Euro runtergeht, sondern die Dinger werden einfach teurer bleiben. Damit muss man leben und sich halt entsprechend mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Und das ist ein Prozess, den wir eben in den nächsten Jahren dann begleiten müssen. So viel nochmal dazu. Vielen Dank. Genau, dann würde ich da auch gleich nochmal anschließen und das auch als Abschlussfrage jetzt für diese Plenarrunde nehmen. Wenn Sie mir dann sagen, also wenn man jetzt, also gut, bei der Beimischung von 0,5% verstehe ich, dass da vielleicht die Kosten, die zusätzlichen Kosten sich sehr im Rahmen halten. Aber wo, wenn Sie eine Abschätzung geben müssen, wo liegen wir mit den Preisen für Flügen, wenn sozusagen wir, keine Ahnung, auf 50 oder auf 100% E-Fuels dann irgendwann mal kommen würden, einfach um also uns eine Vorstellung vielleicht zu geben, wo, ich vermute mal, fliegen wird teurer, wir werden etwas weniger fliegen oder vielleicht auch sehr viel weniger fliegen müssen in der Zukunft, aber vielleicht können Sie da zum Abschluss, und diese Frage würde ich auch in die ganze Runde stellen, wo sehen wir sozusagen den Luftverkehr und wie wird er funktionieren, ganz grob, ganz kurz, wenn wir dieses Ziel Klimaneutralität wirklich auch erreichen wollen. Herr Heinen, wollen Sie anfangen? Ich kann gerne anfangen. Zunächst einmal, also ich würde zweiteilig antworten wollen, auch nicht zu lange, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Das eine ist den Preisaspekt, den Sie angesprochen haben, die Kosten für diese Treibstoffe. Wir haben das für den gesamten Verkehr in den letzten 3 Jahren betrachtet. Und wir sind überschüttet worden mit lauter Projekten, die irgendwo gemacht werden, auch international übrigens sehr viel mit Fokus auf Aviation und Shipping, wobei das erstmal vom Crude her wurscht ist. Man muss das Zeug erstmal produzieren. Wohin die Preise sich bewegen, ist wirklich die Crystal Bowl. Ist es ganz schwierig, das zu sagen. Wir werden sicherlich eine Preisdegression haben. Es hängt von den Preisen, das hat Herr Bunsen ja richtigerweise auch komplett ausgeführt, von den Preisen des Stroms ab und natürlich auch von den Kriterien. Wir wollen ambitioniert vorgehen, wir brauchen zusätzliche erneuerbare Energien, die müssen gebaut werden. Und wenn wir dann bei 50, 100% und so weiter sind, das traue ich mir heute nicht zu, wie sich das dann auswirkt. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir ein Bild für den Luftverkehr brauchen. Und das ist der zweite Teil meiner Antwort, wohin der Luftverkehr sich bewegt. Das, was wir bisher haben, reicht nicht aus. Wir haben einzelne regionale Systeme, die ein bisschen bewirken.
Wir müssen sicherlich weitermachen mit operationellen, technisch, aber auch das wird nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen meinetwegen regional, meinetwegen der Club of Like-Minded, meinetwegen auch erstmal den Start auf internationaler Ebene, wo dann sich Staaten zu erklären, das zu machen. Wirklich ein ambitioniertes Preissignal, wie man das auch immer gestaltet. Das ist absolut essentiell, weil dann halt auch solche anderen Maßnahmen entsprechend teurer werden. Wir kommen an Preissignalen nicht vorbei. Und wir müssen dann gucken, dass wir die Rahmenbedingungen für die Kraftstoffe, und da, wie gesagt, da muss man aufpassen, dass wir wirklich nachhaltige Kraftstoffe nehmen. Dieser ganze Zeug mit Biokraftstoffen, Nahrungs- und Futtermittelpflanzen und so weiter, das führt nicht weiter, weil fortschrittlichen Biokraftstoffen sind die Potenziale begrenzt. Deswegen sind strombasierte Kraftstoffe wichtig. Wir müssen den Rahmen fortentwickeln, haben wir jetzt auf deutscher Ebene angefangen, wir werden es weitermachen, brauchen wir auf europäischer Ebene und müssen wir in der ICAO zum Beispiel international erstmal dafür werben, was das ist, weil die das nämlich oft gar nicht wissen, worum es sich eigentlich bei diesen strombasierten Kraftstoffen handelt. Das ist der Weg, also dieser Dualismus, den müssen wir vorantreiben, ist von meiner Seite. Dann vielleicht als nächstes Dietrich Borkhagen. Du hast ja gesagt, dass es möglich ist, technisch möglich ist und auch realistisch ist, dass man letztlich den Flugverkehr oder der dann übrig bleibt oder der dann noch genutzt werden muss, auf E-Fuels umstellt. Wo landet man dann bei sozusagen beim Flugverkehr in 20, 30 Jahren? Was ist sozusagen die Vision, die ihr da vor Augen habt? Ja, wir landen beim gesunden Flugverkehr vor allen Dingen. Also ich glaube, man kann das ungefähr abschätzen. Also wenn wir jetzt 100% E-Fuel hätten, dann denke ich, würden sich die Flugpreise verdoppeln bis verdreifachen, so ungefähr. Und das heißt natürlich auch, dass deutlich weniger Menschen fliegen würden. Und das ist aber auch völlig okay, denke ich, denn im Augenblick haben wir eine Luftverkehrswirtschaft, die krank ist. Machen wir uns nichts vor. Also wir haben massive Überkapazitäten seit den 90er Jahren. Es wird rauf und runter publiziert. Das hat nicht nur mit der Liberalisierung zu tun des Sektors. Das hat eben auch mit den Erdölstaaten zu tun, mit Subventionen. Der ganze Luftverkehr ist nicht profitabel. Da werden bestenfalls mal über ein paar Jahre minimale Renditen erwirtschaftet, wo jedes andere Aktienunternehmen längst die Aktionäre weglaufen würden. Und dann kommt mal eine kleine oder mittlere Pandemie, ich spreche jetzt nicht von Covid, dann sind alles das, was in irgendwie 10, 15 Jahren an minimalen Gewinnen kumuliert, zusammengesammelt wurde, ist dann wieder weg. Und das liegt einfach daran, dass dieser ganze Sektor überhaupt nicht vernünftig wirtschaftet. Das ist nationale Irrationismen, die da zum Tragen kommen. Und das heißt, wir haben es zum Glück bei dem Luftverkehr mit einer Situation zu tun, wo wir mit einer Kostensteigerung letztlich auch nicht nur den Markt bereinigen, sondern auch endlich mal in die Wirtschaftlichkeit kommen können. Es würde der ganzen Luftverkehrswirtschaft deutlich helfen, wenn diese subventionierten und ineffizienten Carrier mal ausscheiden, allen voran die ganzen Billigflieger, und dann würde eben weniger geflogen. Natürlich ist das vielleicht auch eine soziale Frage, aber ich glaube, selbst Sarah Wagenknecht würde jetzt mit ihren Lifestyle-Linken nicht sagen, dass das jetzt eine massive Behinderung von den sozial schwachen Schichten ist, wenn das Fliegen sich verdoppelt von den Preisen her. Denn das ist ja nun wirklich ein Konsumprodukt, das eingekauft wird. Da geht es nicht um so grundlegende Sachen wie einen Anspruch auf Bildung, auf Wohnung und so weiter. Hier sind wir eindeutig im Konsumbereich. Und das ist, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn das einfach so teuer ist, dass dann eben auch sich nur die Mittelschicht das dann irgendwie leisten kann. Ich sehe da irgendwie keine Schwierigkeiten. Und ja, ich glaube, damit lasse ich es. Dankeschön. Ja, Herr Pechstein. Ist das die Perspektive, die Sie für die Luftfahrt und vielleicht auch für die Lufthansa sehen? Doppelte Preise und dann entsprechend eine geringere sozusagen Nachfrage und weniger fliegen würden? Also ich gehe davon aus, dass die Preise stark steigen werden, gar keine Frage. Da stimme ich Herrn Brockhagen auch zu. Ich finde, in seiner Kritik vom Sektor und an den Finanzen des Sektors war er differenziert genug, dass ich das jetzt nicht alles auf die Lufthansa Group übertragen würde. Wir waren finanziell gesund, bevor die Krise kam. Faktisch ist es aber so, durch den nachhaltigen Kraftstoff, und auch Herr Heinen sagt es ja ganz richtig, momentan sind diese Quoten, die fangen mit kleinen Prozentsätzen an. Aber damit die was bringen, müssen diese Prozentsätze ja mittelfristig schon, eigentlich schon kurzfristig ansteigen.
damit wir die Skalierung zum Hochlauf kriegen und damit wir vielleicht auch eine Kostendegression sehen bei den Herstellungskosten dieser Kraftstoffe, aber allen voran, damit wir die Emissionsminderung in den Sektor bekommen. Und deswegen ist es umso essentieller, dass wir eben beim Policy Design auf Wettbewerbsneutralität achten, vielleicht nach dem Vorschlag, wie ich ihn gerade gemacht habe, denn dann haben wir auch eine Möglichkeit, diese Prozentsätze nach oben zu drehen. Und ich glaube, dass das dann auch konsensfähig und hat das Potenzial auf Unterstützung aus der Luftverkehrswirtschaft heraus. Herr Niemeyer, auch Ihre Perspektive, ganz kurz vielleicht, wenn es geht. Ja, Vorbemerkung, Fit for 55, minus 55%. Ja, das muss man sich so, und das ist ein Problem für den Luftverkehr. Wir haben keine Sektorziele und der Luftverkehr, aber er wird unter Druck geraten. So. Bis 2030 wird Sustainable Aviation Fuel marginal sein. Stimmen wir alle überein. Das heißt, wir müssen jetzt die Preissignale setzen. Und da gebe ich Herrn Hein vollkommen recht, das ist sehr schwer. Ich finde gut, dass Herr Pechstein ein bisschen optimistischer ist. Ob dann die IATA und andere Luftverkehrsgesellschaften wirklich mitmachen, das weiß man nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass die Strategie der IATA und von vielen Luftverkehrsgesellschaften in sich vollkommen unstimmig ist und unlogisch. Wenn Sie es ökonomisch sehen, dann ist der Luftverkehr preisunelastisch. Wenigstens dann, wenn, was wir ja wollen, der CO2-Preis überall auf alle Verkehrssektoren ausgedehnt wird und auf alle Aktivitäten. So, und dann ist es kein Problem, wenn wir einen hohen CO2-Preis haben und der Luftverkehr sich die Preise steigen, weil die Leute sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Ich denke, ich möchte nur an Greta und Flightshaming erinnern. Die Leute sind ja bereit, den CO2-Preis zu zahlen. Ja, so. Und wenn sie das machen, dann reagieren sie preisunelastisch. Das heißt, die Nachfrage geht nicht überproportional zurück, sondern sie geht nur in etwas. Ja, so. Und dazu kommt das andere Problem, Luftverkehr ist einkommenselastisch. Wenn das Einkommen steigt, und wir hoffen, dass das nach der Covid-Krise ja auch passiert, dann wird die Luftverkehrsnachfrage auch steigen. In so einem Szenario bräuchte sich eigentlich Lufthansa und die IATA keine Sorgen machen, dass CO2-Bepreisung dazu führt, dass die Luftverkehrswirtschaft da niederliegt oder nicht mehr wächst und alles sowas. Das ist eigentlich ein positives Bild. Das ist eigentlich leicht machbar, wenn man eine CO2-Bepreisung einführt. Das Problem ist, bisher, und da hat der Heinen vollkommen recht und Herr Brockhagen auch, bisher ist das an dem Widerstand der Industrie gescheitert. Und ich hoffe, dass Herr Pechstein sich durchsetzt mit einer richtig guten Forderung. Und dann können wir es gerne wettbewerbsneutral schaffen. Das können wir gerne weiter diskutieren. Ich habe reingesetzt, European Aviation Conference, da haben wir so eine Session. Und dann diskutieren wir, wie wir das wettbewerbsneutral machen. Und dann hoffe ich, dass Herr Pechstein sich durchsetzt. Danke. Ganz herzlichen Dank. Dann vielleicht zum Abschluss Till Bunsen noch ein kurzes Schlusswort. Auch nochmal zu der Frage, Wo kommen wir hin? Was sind sozusagen die Perspektive, die wir für die Luftfahrt haben werden, auch was die Preise angeht, was die Verbraucher angeht? Ganz kurz. Und, ja, ich fand die Diskussion extrem spannend und es gibt auch nicht so viel hinzuzufügen. Ich denke, ich stimme vollkommen überein, dass im Moment die Menschen, die fliegen, es ist ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft, in der Regel Menschen mit hohem Einkommen. Und die Preissteigerung in Tickets, die wir von den ersten Mal geringen Beimischungsquoten von entweder Biokraftstoffen oder von synthetischen Kraftstoffen sehen werden, die werden nicht wehtun. Es gibt eine Analyse von den OECD-Kollegen bei der IAA, die schätzen zum Beispiel, dass 15% Blending Rate von Biokraftstoffen das Ticket von New York nach London nur $10 verteuern würden. Und ich denke, das wird erstmal niemanden vom Fliegen abhalten, vor allem in den ersten Jahren, in denen die Beimischungsquoten noch relativ gering sind. Und auch, dass es später, sobald der Sektor wächst, die Verfügbarkeit von synthetischen Kraftstoffen steigt, dass es eben auch große Erfolge noch geben
wird hinsichtlich der Kostenreduktion. Darum denke ich nicht, dass es ein Problem wird. Und ich denke, es wird spannend zu sehen, wie sich die Diskussion in den nächsten Jahren entwickelt. Ich denke, es ist, ich teile ein bisschen den Pessimismus, dass der Sektor bisher noch nicht so viele Lösungen hervorgebracht hat. Aber gleichzeitig denke ich, dass es in den letzten 2 Jahren enorm viel Momentum gibt. Wir haben jetzt gerade auch von IATA die Ankündigung, eben carbonneutral werden zu möchten. Ich denke oder hoffe, dass es in den kommenden Jahren da noch mehr Entwicklungen gibt, die uns einen optimistischen Ausblick erlauben. Ganz herzlichen Dank. Ich hatte Ihnen ja eigentlich versprochen, dass wir jetzt im Anschluss noch in diesen Breakout Rooms uns versammeln. Das kann ich weiter anbieten. Ich weiß aber nicht, wie es bei unseren Panelisten aussieht, ob Sie vielleicht noch 10 Minuten über die Zeit hätten. Dann würde ich das noch einrichten. Weiß ich nicht, ein kurzes Votum von Ihrer Seite. Bis 10:10 ginge das? Ich habe bis 9:15 Zeit. Ja, wunderbar. Dann würden wir das so machen und ich würde Sie zu zweit auf diese Breakout-Rooms verteilen. Vorgesehen haben wir, dass Till Bunsen mit Falk Heinen dabei ist. Elisabeth ist dann mit Hans-Martin, mit Herrn Pechstein und Dietrich Brockhagen wäre mit Herrn Niemeyer in einem Raum. Und das würden wir jetzt technisch so machen, dass wir diese Räume nach den Personen benennen und Sie dann am unteren Rand Ihres Bildschirms, Ihres Zoom-Fensters, sich selber Ihren Breakout-Room suchen können. Und ich würde mich dann sozusagen auf dieser hier im Plenum schon mal von Ihnen verabschieden. Ihnen allen ganz herzlichen Danken. Also erstmal unseren Panelisten, Herr Pechstein, Herr Brockhagen, Herr Niemeyer, Till Bunsen, Falk Heinen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, so intensiv mit uns diskutiert haben. Ich hatte immer auch wieder ein Auge auf den Chat. Ich denke, einen Teil der Fragen haben wir implizit auch mit beantwortet. Ich hoffe auch zu Ihrer Zufriedenheit. Ansonsten würde ich Sie bitten, vielleicht die Fragen dann mit in diese Breakout-Rooms zu nehmen und dort nochmal zu stellen. In jedem Fall auch ganz herzlichen Dank Ihnen, die heute teilgenommen haben, für Ihr Interesse. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung ein bisschen ein Licht ins Dunkel gebracht haben, was den Luftverkehr angeht und vielleicht auch mit ein paar hoffnungsvollen und möglichen Optionen auf die anstehende COP26 schauen können. Also von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und Ihnen allen einen schönen Tag und noch eine kurze anregende Diskussion in den Breakout-Sessions, die jetzt gleich folgen. Vielen Dank. So, Sie müssen jetzt alle hier.